Hallo Do-It-Yourselfer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge in meinem Büro. Wir haben ja jetzt schon das Video gehabt, wo ich die Wände vorgeschliffen habe. Dann wurden die grundiert, dann gespachtelt, dann habe ich komplett alles geschliffen, alle Ecken, die Flächen. Ich habe euch gezeigt, wie der Rollladenkasten eingepackt wird, so dass er auch ansehnlich aussieht. Heute kommen wir zu dem Punkt, wo ich alles mit Vlies klebe. Was brauchen wir dazu und warum mache ich das? Ich erkläre es noch mal kurz. Das Haus hier ist von 1978 und ich habe teilweise überall so ein bisschen Haarrisse in den Wänden. Vor allen Dingen hier eine Stelle, aber das seht ihr jetzt nicht. Warum auch immer, aber Haarrisse sind halt nicht so gefährlich, wenn sie nicht zu breit sind. Und weil ich jetzt nicht jeden einzelnen Riss mit einem Garzeband oder mit irgendeinem Band überspachteln will, mache ich alles komplett einmal mit Vlies. Das ist die Grundlage dafür, wenn man zum Beispiel noch was anderes tapezieren möchte auf dem Vlies oder verputzen möchte oder nur streichen möchte, dann klebt man dieses Vlies. Ich benutze ein 150 Gramm Vlies. Ich habe mir jetzt extra für euch ein Vlies geholt, was man nicht beim Großhändler bekommt, sondern im normalen Baumarkt. Ich muss dieses Video oder alle meine Videos sowieso mit Werbung kennzeichnen. Ihr wisst, mein Kooperationspartner ist Flex und Freestarts. Meine kompletten Klamotten, meine Arbeitsklamotten sind alle von Freestarts. Und deswegen muss ich halt oben Werbung reinmachen. Und dann kann ich auch sagen, was ich für Material benutze. Es ist so. Dieses Vlies ist ein 150 Gramm Malervlies, Reparaturvlies. Reparaturvlies, weil es halt Risse überbrückt. Und wenn dahinter was reißen sollte, dann kommt das nicht durch das Vlies durch, weil das so ein festes Vlies ist. Und das hält das aus. Ihr könnt also beruhigt dann tapezieren und werdet keine Risse haben. Wenn dann doch Risse auftreten sollten, dann ist Schussrisse, die sollte man überprüfen lassen. Ist dann gleichzeitig irgendwie noch so eine kleine Sicherung. Dieses Vlies habe ich gekauft im Hagebaumarkt. Also dafür kriege ich auch kein Geld oder so, dass ich dann die Werbung nenne oder beziehungsweise die Produkte nenne. Ich mache das für euch, weil ihr fragt dann sowieso, Dirk, was ist das für ein Vlies, wo kriege ich das? Das habe ich im Hagebaumarkt gekauft, ist von Renovo. Ich habe das früher schon öfters benutzt, als ich noch nicht bei einem Großhändler war. Jetzt habe ich ein anderes Vlies, das nennt sich 68.000. Das bekommt man aber wirklich nur im Fachhandel und wenn man halt aus diesem Gewerk kommt. Ich habe jetzt extra, wie gesagt, dieses Renovo-Vlies beim Hagebaumarkt gekauft. Also da könnt ihr das holen, Maler- und Reparaturvlies. Die Preise schwanken halt immer, da müsst ihr dann gucken, was es kostet. Und ja, Vlieskleber nehme ich von Rafa, von der Mega-Gruppe, also von Mega. Das ist ein sehr gutes, sehr guter Vlieskleber. Der ist fertig im Eimer, wird dann einfach nur auf die Wand aufgerollt, seht ihr nachher. Und dann kann man loslegen. Was braucht man sonst noch? Man braucht so ein Rakel. Damit wird halt die Tapete angedrückt. Auch keine Bürste oder sowas, also nur dieses Andrückrakel reicht absolut aus. Wenn das mal, können wir gleich noch mitmachen, wenn das mal hier so eine Innenkante hat, dann ist das nicht kaputt. Dann könnt ihr das zum Beispiel auf dem Estrich oder auf einem Stück Schleifpapier einfach gerade schleifen. Einmal hier die Kanten gerade schleifen, damit es wieder gerade ist. Könnt ihr dann irgendwo überprüfen, auf einer Fensterbank oder so. Einfach so auflegen und gucken, ist da drunter Luft. Wenn da drunter Luft ist, am besten einmal gerade machen, weil dann drückt ihr auch gerade an. Und was braucht man noch? Ein Cuttermesser, ein ganz normales, handelsübliches Cuttermesser. Die Klingen sollten immer scharf sein, sehr scharf, weil wir müssen ja in den Ecken schneiden. Und dann ist es wirklich von absoluter Notwendigkeit, dass die Klingen scharf sind. Ich versuche, alles an Material unter dem Video zu verlinken, dass ihr auch alles seht, womit ich das hier gemacht habe. Ja, wie fängt man an? Die Rollen haben eine Breite von 75 cm. Wenn ihr in einer Ecke anfangt, macht ihr am besten einen lotrechten Strich. Und wir
fangen an, dass wir hier in der Ecke ein bisschen rumlaufen. Also ich mache jetzt hier eine Linie auf 70 cm. Und dann gehen wir mit der Kante halt hier so ein bisschen rum und schneiden die gerade. Weil die Ecken sind meistens nie richtig gerade. Und es wäre ärgerlich, wenn man dann die Bahn klebt und da ist dann so ein Spalt. So hat man 5 cm Verlust, ja, aber man schneidet einmal lang und hat es wirklich 100% dicht mit dem Vlies. Das Gute an dem Vlies ist natürlich noch, wenn es jetzt klebt und ihr habt zum Beispiel einen größeren Spalt oder ihr habt irgendwo irgendwas kaputt, ihr könnt über dieses Vlies ganz normal drüber spachteln, zum Beispiel mit Adex 828, aber es gibt auch tausend andere Spachtelung, damit man das kann. Einfach drüber spachteln, schleifen, fertig. Und das ist natürlich auch das Gute an dem Vlies. So, ich mache jetzt hier mal meine Linie. Also wie gesagt, eine ganz normale, mit einer ganz normalen Wasserwaage, damit ihr auch ungefähr gerade kommt. Ich mache das mal schnell. Normalerweise braucht man eigentlich nur oberhalb, weil dieses Vlies, wenn man das klebt, das ist wirklich so starr, dass sich das gar nicht verbeult oder so. Einfach dranhängen, runter, rakeln mit dem Rakel und dann passt das. Ja, das ist natürlich das Gute an diesen Taschen. Da habe ich jetzt alles drin, was ich brauche und muss nicht suchen. Da sind diese Außentaschen natürlich ideal und auch natürlich für alle anderen Sachen. Ja, wie fängt man dann an? Man kann entweder diesen Vlieskleber in den Ecken auftragen mit einem Pinsel. Das ist wichtig, dass wirklich das Vlies überall satt Kleber drunter hat. Vor allen Dingen in den Ecken ist es wichtig. Wenn dann die Ecken ein bisschen ausbeulen, weil kein Kleber drunter ist, das sieht man. Und deswegen müssen die Ecken wirklich sehr sauber verklebt werden. Manche machen es mit dem Pinsel. Ich nehme dafür nur eine kleine Rolle. Das ist diese hier. Auch Mäuschen genannt. Also wenn ihr so eine zu Hause habt oder euch kauft, damit geht das eigentlich super. Wir rollen nur die Ecken und am Boden und dann kann man starten. So, ich nehme dann mein kleines Röllchen. Ich habe mir in den fertigen Vlieskleber ein Gitter mit reingemacht, damit ich nicht zu viel habe. Und wir gehen jetzt einfach in die Ecke rein und rollen richtig schön dick Vlieskleber auf. Ich guck mal, dass ich gleich die Kamera auch anders noch hinstelle. Könnt ihr ruhig doppelt einmal drauf gehen. Wie gesagt, das kann man verschieden auftragen. Entweder mit einem Röllchen, so wie ich es jetzt mache, oder mit einem Pinsel in die Ecke mit einem großen. Die Wände müssen vorher einmal grundiert werden mit einem Tiefgrund. Das habe ich euch auch schon alles gesagt, aber ich sage es nochmal, weil die Fragen kommen meistens immer doppelt oder dreifach oder vierfach. Oben auch. Also unten relativ tief rollen, nicht auf den Boden kommen. Dann habt ihr vielleicht wieder Dreck im Kleber und das wird man sofort unter der Tapete sehen, unter der Vliestapete oder unter dem Vlies. Vliestapete ist eigentlich wieder was anderes. Da habt ihr dann irgendwie so eine Struktur drauf oder so. So, wenn ihr das habt, die ganzen Ecken, dann nehmt ihr euch eine große Rolle. Das ist eine kurzflorige Rolle. Das muss kurzflorig sein, damit ihr nicht zu viel Kleister auftragt, weil sonst schwimmt die Tapete, sonst rutscht das und ihr braucht unwahrscheinlich viel Material. Also sehr kurzflorig. Da könnt ihr dann auch entweder im Baumarkt fragen oder ich verlinke die richtige unter dem Video.
So, die war jetzt noch ziemlich trocken, die Rolle. Aber nach zwei, dreimal Rollen wird sie wieder weich. Dann könnt ihr auch vorher eigentlich so eine Rolle, auch wenn ihr streicht, oder halt Fließauftrag, die Rolle vorher mal ein bisschen anfeuchten. Dann nimmt die auch direkt richtig Material an, weil sie halt feucht ist. Über euren Strich rollt ihr drüber, weiß nicht, so 10, 15 cm. Manch einer rollt auch direkt eine ganze Wand und haut dann hinterher das ganze Vlies da drauf. Das kann man machen, wenn man schnell genug ist. Da ihr es vielleicht noch nicht so gemacht habt, macht ihr bitte Bahn für Bahn mit dem Vlies. Zeichnet euch dann alle 75 cm auf der Wand an, wo anschließend das Vlies draufgeklebt wird. So, die habe ich jetzt eingerollt und wirklich gewissenhaft rollen. Also es muss alles gerollt sein. Wenn eine Stelle nicht gerollt ist mit dem Vlieskleber, dann löst sich das Vlies und ihr habt eine Beule. Also schön gleichmäßig überall auftragen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten mit dem Vlies. Entweder ihr schneidet euch das vorher auf das Maß, was ihr braucht, auf einem Tapeziertisch, dann 5 oder 10 cm länger lassen, damit ihr an der Decke und am Boden abschneiden könnt. Ich mache es eigentlich immer von der Rolle direkt. Ich habe jetzt leider ein Problem. Es gibt diese Rollen, gibt es immer in einem Karton und da sind immer 4 Rollen drin. Das ist jetzt hier die 25 Meter Rolle, die gibt es auch in 50 Meter Rollen. Das ist jetzt die 25 und in diesem Karton, den schneide ich mir dann immer auf und lege diese Rolle dann da rein und die kann nicht mehr verrutschen. Jetzt habe ich aber diesen Karton nicht hier. Ich zeige es euch aber trotzdem, wie es dann ungefähr oder wie es dann geht. Also wenn das jetzt hier unten der Karton wäre, wo die Rolle drin liegt, dann nehmt euch euer Leiterchen und zieht dann einfach aus dem Karton eure Bahn raus. Ja. Oben ungefähr 5 cm überlappen. So. Genau auf Linie. Dann mit eurem Rakel schön in die Ecken reindrücken und von oben runter mittig das Vlies runterdrücken. So, hier bin ich auf Linie. Wenn ihr jetzt nicht auf Linie seid, hier laufe ich jetzt ein bisschen weg, könnt ihr euch ruhig nochmal wegnehmen. Wieder neu ansetzen. Ja, damit ihr wieder auf Linie seid und müsst dann den Rest beidrücken. Entweder ihr schneidet das oben direkt ab oder ihr klebt einfach die Bahn einmal fertig runter. So. Jetzt mache ich das unten später. Ich stelle jetzt mal die Kamera um, damit ihr seht, wie ich das schneide. So. Drückt dann nochmal hier schön in die Ecke rein mit dem Rakel. Nimm dann mein Messer. Setze das an, setze das Messer an und schneide über dem Rakel. Und das Rakel geht mit jetzt in die Ecke, schön reindrücken
So. Und hier haben wir jetzt einen hundertprozentigen Abschluss mit der Decke. Und jetzt hier an der Seite genauso, Rakel wieder reindrücken. Und gleichzeitig mit dem Messer und dem Rakel runtergehen. So, dass wir nicht auf dem Rakel lang schneiden, sondern mit dem Rakel runterrutschen. Und ihr seht, hundertprozentig die Fuge. Jetzt kann die Wand buckelig sein, wie sie will. Dadurch, dass ich das Rakel mitführe, bleibt der Schnitt ganz genau in der Ecke drin. So, dann drücke ich jetzt nochmal hier schön an. Und das Rakel ist ziemlich weich und verliert dann manchmal auch so ein bisschen Kunststoff. Aber das ist nicht schlimm. Einfach wieder so abputzen und dann ist gut. Das ist so weich, damit es halt die Oberfläche von dem Vlies nicht kaputt macht. Jetzt schwenke ich mal runter, damit ihr das unten auch seht. Jetzt gehe ich immer hin, wickel ein bisschen ab, schneide ungefähr so, wie ich es haben möchte. Lass es unten überstehen. Drücke alles runter. Nimm wieder mein Rakel in die Ecke und gehe mit dem Rakel zusammen runter. Außer unten und oben in der Ecke müsst ihr natürlich am Rakel lang schneiden, klar, weil es geht ja nicht tiefer. So, dann nehme ich meine Wasserwaage. Die hat 5 cm. Eine Fußleiste hat ungefähr 6 cm. Das wäre gut, wenn ihr vorher wisst, wie hoch eure Fußleiste ist. Und schneidet dann über der Wasserwaage ab. Warum ich das mache, sage ich euch jetzt gleich auch. Ihr könnt auch unten auf dem Boden abschneiden. Das ist euch überlassen. So, und dann gehe ich komplett nochmal über die ganze Fläche. Damit ich auch keine Luftblase irgendwo drin habe. Auf jeden Fall schön gewissenhaft dann überall alles abdrücken. Wäre ja schön, wenn ihr mich jetzt auch noch sehen könntet. Ne, gewissenhaft alles schön wegdrücken. Und ihr seht, die erste klebt schon. Sehr sauber, sehr schön. Dahinter kann es reißen und es passiert nichts. Man sieht es nicht. Zu der Laibung kommen wir auch nachher. Ich hatte schon mal ein Video gemacht mit Vlies. Und viele haben geschrieben, oh, Dirk, es wäre schön gewesen, wenn du auch die Laibungen zeigst. Hier in dem Fall zeige ich sie dann auch. Aber dann nachher erst. Ja, die zweite Bahn ist eigentlich, ich stelle die Kamera nochmal nach hinten, dass ihr mich ein bisschen besser sehen könnt. Die zweite Bahn ist identisch zu machen, halt daneben kleben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man es macht. Entweder man überlappt jetzt mit der zweiten Bahn, schneidet lang und zieht dann den Untergrund ab. Das können wir bei einer auch mal machen. Oder man stößt stumpf. Ich stoße stumpf, das heißt hier direkt gegen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn gerollt ist mit Farbe, füllt sich dieser kleine Schlitz, der entstehen könnte. Und man sieht wirklich nichts. Und ich mache es eigentlich immer so mit dem Schneiden dann da lang. Ist mir ein bisschen zu aufwendig. Deswegen mache ich es dann so. So, dann machen wir genauso. Unten wieder ziemlich tief bis am Boden
das Fließkleber auftragen und oben an der Decke genauso. Warum nehme ich Fließkleber aus dem Eimer? Weil er hält einfach besser. Es gibt zwar auch Fließkleber von gewissen Firmen, ein Pulver zum Anmischen, aber es ist wirklich kein Vergleich, also ehrlich nicht. Wenn ihr den hier klebt, der hält so bombenfest, da braucht ihr absolut keine Bedenken haben. Und bei dem anderen, den man anmischen muss, ist immer so eine Sache. Da habe ich leider schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Vielleicht habe ich auch den falschen benutzt, ich weiß es nicht. So, ihr habt gesehen, an der Decke habe ich jetzt gestrichen. Oh, da verliere ich fast mein Mikro. So, Wasserwaage mal an die Seite. Jetzt wieder meine Rolle. Ihr könnt ein bisschen über die Tapete mit drüber gehen, über das Vlies mit eurem Vlieskleber. Das ist absolut kein Problem. Man kann auch direkt daneben rollen. Aber bei dem Fließkleber hier sieht man absolut keinen Unterschied, wenn er getrocknet ist. Ich mache das erst oberhalb. Ich habe das ungefähr im Blick, wie weit ich muss. Aber ihr macht dann besser wirklich mit dem Zollstock hier bei 75 in Strich. Nächste, auch 75, ein Strich, damit ihr wisst, wie weit ihr mit dem Fließkleber rollen müsst. Schön drauf, gleichmäßig verteilen. Wenn dann alles so gerollt ist, gehe ich eigentlich immerhin noch einmal mit einer Rolle mit Fließkleber und gehe noch mal komplett einmal von hinten nach vorne durch, damit ich auch überall wirklich Fließkleber drauf habe. Und wenn ihr nicht geschliffen hättet vorher, richtig schön glatt, dann hättet ihr immer so kleine Überhöhungen im Vlies drin, wenn ihr das klebt. Das seht ihr dann sofort. Und wenn ihr irgendwas seht, irgendwie ein kleines Nüppelchen, auch direkt rausnehmen, weil man es halt unter dem Vlies sofort sieht. So, jetzt nehme ich meine nächste Bahn. Legt mir die im Karton bündig mit meiner Kante hier. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch. Ich denke schon. Lass oben wieder ungefähr 5 cm oder so überstehen. Setz genau auf Kante. Wir können nachher auch mal dran gehen, damit ihr das seht. Wie gesagt, dieses Loch hier hat eine besondere Bedeutung. Hier kommt halt ein besonderes Bild an die Wand. Einfach mit dem Rakel schön runterziehen. Ihr könnt die auch noch ein bisschen rutschen, wenn ihr seht, dass der Spalt nicht ganz dicht ist, könnt ihr trotzdem noch mit dem Vlies rutschen.
eben wieder meinen Rakel oben ansetzen, mit dem Rakel einmal quer rüber. Nachdrücken. So, oberhalb ist es fertig. Jetzt gehe ich wieder runter. So. Rutsch mir die so, dass sie mit der Kante hier abschließt. Schneid dann unten wieder was ab. Nehmen wieder so eine Wasserwaage. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte euch ja sagen, warum ich das so mache. Weil ich klebe meine Fußleisten mit Heißkleber. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Geht 10-mal schneller als irgendwelche Clips zu setzen, und es hält wirklich Bombe. Ja, also die Fuge ist hundertprozentig zu. Ja, besser geht nicht. Also es wäre blöd, das zu überlappen, aber man kann es halt machen und dann abschneiden. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. Na, hier ist alles komplett dicht, keine Luft zwischen. Und wenn Luft dazwischen wäre, dann könnte man einfach mit der Farbe, könnte man das dann wegmachen. Ja, und so geht das eigentlich weiter. Jetzt die nächste Bahn dran und fertig. Aber wie gesagt, mit dem Rakel wirklich schön überall 2, 3, 4, 5 Mal drüber, damit ihr keine Blasen dahinter habt. Die müssen alle raus, die Blasen, weil die würde man im Anschluss sehen. Hier setze ich jetzt die nächste Bahn. An so kleinen Stücken kann man sich dann einen kleinen Streifen vorher abschneiden, damit man nicht eine ganze Bahn hat, weil die Bahn geht jetzt nicht bis in die Ecke. Das sind die 5 cm, die mir auf der linken Seite fehlen, abgeschnitten sind, fehlen mir jetzt auf der rechten Seite. Aber ist nicht schlimm, lieber so, und ich habe die Kanten schön sauber, nachher mit Acryl ausspritzen, und dann passt das. Das ist mir lieber so, als wenn ich dann irgendwo Schlitze an den Kanten habe. So wird das gemacht. Ich gucke, dass ich das Video so ein bisschen mitlaufen lasse im Schnellvorlauf, und dann könnt ihr gucken, kontrollieren, wie ich das mache. Und gleich kommen wir dann auch zu den Fensterleibungen.
So, jetzt kommen wir hier zu den Laibungen. Die Wände habe ich jetzt alle fertig tapeziert. Ach, im Hintergrund seht ihr auch noch von YouTube, wo ich die 100.000 Abonnenten geknackt habe. Danke auch nochmal an euch direkt dafür. Hier jetzt nochmal zu den Flächen und auch zu den Laibungen. Also mit Vlies ist es immer so, ich mache das so, es gibt auch Leute, die kleben rum, also die kleben von der Fläche einfach rum, aber das würde ich euch absolut von abraten, weil wenn jetzt die Laibung nicht gleichmäßig ist und ihr knickt das, dann habt ihr unkontrollierte Knicke in der Tapete, in dem Vlies. Und das ist dann Mist, das kriegt ihr auch nicht mehr raus. Und meistens löst sich das genau hier an der Ecke, dass dann die Tapete ein bisschen hochkommt, sodass ihr dann eine Luftblase drunter habt. Da könnt ihr tausendmal drücken und drücken und drücken, funktioniert nicht. Also ich tapeziere das jetzt, machen wir gleich zusammen, schneid das hier ein und klebt dann die andere Seite, schneid das auch ein. Und dann braucht ihr nur nachher mit einem Schleifbock einmal da lang zu schleifen, wenn das trocken ist, und habt eine super Kante. So, wir tapezieren jetzt mal hier die eine Fläche und ich zeige euch, wie das geht. Ihr könnt entweder, wenn ihr die Bahn klebt, rechts und links überstehen lassen, oder ihr nehmt genau, ihr könnt es versuchen dann mit der Kante vom Vlies genau an dem Eckschoner lang zu kommen. Dafür müsste der Eckschoner aber 100% gerade sein. Oder ihr müsst halt die Tapete schief ansetzen, das Vlies. Aber wenn ein Bogen drin ist, müsst ihr sowieso schneiden. Deswegen lasse ich rechts und links immer ein Stück überstehen, teile die Tapete dann auf und schneide dann ab. So, ich nehme wieder mein kleines Röllchen, fange unten an. Ich glaube, das sieht die Kamera oder kann die Kamera jetzt nicht aufnehmen. An den Schaltern, Steckdosen und sowas, da könnt ihr auch jeweils immer mit dem kleinen Röllchen, mit der Mäuschen, so heißt das ja eigentlich, einmal lang gehen, dass ihr nachher mit der großen Rolle nicht da reinkommt. So. Und dann auch immer gucken, dass man einen feuchten Lappen dabei hat oder irgendwo hat, damit man hier zum Beispiel an der Fensterbank jetzt, da komme ich ja jetzt dran mit dem Kleister. Und der Kleister ist wirklich der Hammer, also der klebt wirklich so dermaßen stark und gut. So, und hier oben auch. Schön dick drauf. Lieber dicker als zu dünn. Ich hoffe, es ist kein Gegenlicht. Ja, ich glaube, es geht einigermaßen. So, hier oben auch wieder dick rein. Und dann ist es ganz wichtig, immer beim Vlieskleben ein ganz scharfes Cuttermesser zu haben, also die Klinge sollte wirklich sehr scharf sein. Schmieren wir mal an meine Hose. Und wenn der Kleister jetzt irgendwo drauf kommt, wie jetzt hier am Kasten, am Rollladenkasten, das ist egal. Das kann man einfach mit einem feuchten Lappen wieder wegwischen und gut ist. So, richtig schön dick drauf. Ihr seht auch hier, der Rollladenkasten ist jetzt fertig gespachtelt, schön geschliffen. So, jetzt nehme ich meine große Rolle. Ach, noch ein guter Tipp. Wenn ihr Farbe streicht und schafft nicht an einem Tag fertig zu werden, oder auch mit dem Kleister, dann nehmt ihr euch hier so einen Müllbeutel und steckt die Rolle einfach da rein und die hält in diesem Müllbeutel also gut eine Woche, anderthalb Wochen, ohne die Rolle sauber zu machen. Das gilt für Farbe,
Das gilt auch für Kleister. Also ihr braucht die nicht jedes Mal wieder sauber zu machen oder so, aber immer nur einmal benutzen, Rolle rausholen, Kleister geht jetzt, aber bei Farbe einmal benutzen und dann wegschmeißen und eine neue Tüte nehmen, weil da sind dann getrocknete Stückchen drin und die habt ihr dann auf der Rolle und habt die dann anschließend an den Wänden. Das ist natürlich schlecht. Also ihr braucht nicht jedes Mal immer sauber zu machen. Das wäre wirklich Blödsinn. Und das klappt wirklich gut. Wie gesagt, also anderthalb Wochen lasse ich meine Farbrollen locker in so einer Tüte. Theoretisch, wenn ihr viel rollt, braucht ihr auch nichts mehr sauber zu machen. Die könnt ihr dann einfach eigentlich immer so lassen. Es sei denn natürlich, ihr streicht farblich. So, schön dick drauf. Sehr gewissenhaft überall wirklich gucken, dass überall Kleister drauf ist. Unten muss ich auch noch mal. Wie gesagt, lieber zu viel Kleister als irgendwo ein bisschen zu wenig. Weil das würdet ihr dann sehen beim Rollen, dass das Vlies Blasen wirft. Und ganz schlimm ist natürlich, in der Fläche wird es ja noch gehen, aber an der Naht ist dann wirklich Katastrophe. So. Ich suche mein Vlies. Hier ist es. So, jetzt hier muss ich natürlich länger hochlassen. Teile die Bahn auf, rechts und links, dass sie ungefähr gleich ist. So, ich mache jetzt erst hier oben. Jetzt habt ihr ja oben die Kante von dem Unterzug. Also ich habe die jetzt hier. Was ihr dann habt, weiß ich natürlich nicht. Schneid gerade lang. Wenn das nicht ganz bis in die Ecke geht, ist nicht schlimm, weil die Ecken werden sowieso mit Acryl ausgespritzt. Wenn dann ein bisschen Differenz ist hier in der Ecke, dass es nicht ganz dicht ist, ist nicht schlimm. So, jetzt nehme ich hier meine Rakel. Schneide an. Oben genauso. Dann hier an der Fensterbank, sieht man das noch? Ja, ich glaube hier. An der Fensterbank auch einschneiden. Und genau auf der Fensterbank langschneiden. Ja. Unten drunter auch. Und wie schneide ich das
ein bisschen vor, damit nicht zu viel Tapete da dran ist. An der Steckdose. Ich glaube, ihr könnt das nicht sehen. Ich mache das mal von hier. Ja, so. An der Steckdose hier unten schön jedes Mal dagegen bis zum Metallrahmen, nehmt eure scharfe Klinge und schneidet dann einfach weg. Ihr könnt auch mit dem Fingernagel einmal lang drücken, dann seht ihr genau die Kante. Da kommt ja noch der Rahmen drum. Und dann passt das. So, jetzt zeige ich euch, wie das hier am Eckschoner geschnitten wird. Also hier oben am Kasten schneide ich auch knapp darunter vorsichtig ein. So, und dann haltet ihr das Messer ein bisschen schräg. Na, was ist mit der Klinge los? Ein bisschen schräg. So, dass man den Eckschoner sieht. Nachschneiden. So. Hier mache ich auf die Fensterbank. Das ist ja so eine altgebackene Fensterbank. Die will natürlich keiner mehr haben. Da mache ich einfach eine Holzplatte drauf. Und dann habe ich die schön kaschiert. Aber die rauszuholen, da habe ich keine Lust zu. Die bleibt drin. So, unten schneide ich das auch noch schnell ab. Das sieht schon gut aus. Da ist auch noch eine Luftblase hinter. Immer schön mit dem Rakel die ganze Luft rausdrücken. Jetzt oben entweder mit einer Wasserwaage, anzeichnen oder halt hier auch mit dem Fingernagel einmal da lang gehen, wo die Kante ist. Lang schneiden. Hier auch. Ah, ich muss gleich mal die Klinge wechseln. So, hab das jetzt abgeschnitten. Wenn ihr euch mal vertun solltet mit einem Schnitt, ich bin jetzt hier oben ein bisschen 2 mm weiter vom Rollladenkasten weggekommen, das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr habt da zwar ein bisschen mehr Arbeit, ihr könnt ganz normal mit Spachtel darüber spachteln, auch wenn eure Fugen ein bisschen breiter sind,
Gar kein Thema. Macht euch ein bisschen Alex 828 oder sonst irgendwas an und spachtelt dann ganz normal über die Fläche drüber. Hier oben spachtel ich jetzt ein bisschen bei, schleife einmal und fertig. Die Innenleibung machen wir jetzt genauso, schneiden das dann auch mit dem Messer ab, lassen das trocknen und dann wird anschließend mit dem Schleifpapier einmal die Kante geschliffen. Das geht absolut super, das werdet ihr dann auch sehen, wenn ihr das selber zu Hause mal macht. Das ist überhaupt kein Problem. Vor allen Dingen so Streifen, die ihr irgendwie über habt oder irgendwo abgeschnitten habt, nicht wegschmeißen, kann man wahrscheinlich auf jeden Fall wieder gebrauchen. Zum Beispiel jetzt hier für die Leibung. Sonst müsste ich mir jetzt einen neuen Streifen schneiden, brauche ich aber nicht, weil ich mir den aufbewahrt habe, ihn nicht weggeschmissen. Ja, hier gehe ich jetzt genauso wieder mit meinem Röllchen in die Ecke rein. Wie gesagt, jetzt mache ich hier den ganzen Rollladen und das Fenster voll mit Kleister, aber man könnte es vorher abkleben, mache ich aber nicht, weil ich gleich einmal mit einem feuchten Lappen da lang gehe und dann ist alles sauber. Ja, dann zum Auftragen ist so ein kleines Röllchen ideal. Bevor man jetzt da mit dem Pinsel rummatscht, mache ich es einmal kurz mit der Rolle und gut ist. Jetzt nehme ich meinen Rest, den ich hier habe. Da muss man schon gucken, wo ist die gerade Kante. Setz die einfach in die Ecke rein. Und hier wird dann nachher auch dann noch mit Acryl ausgespritzt. Das müsst ihr auch machen. So. Einmal mit den Händen festgedrückt. Unten in die Ecke reingehalten. Lang geschnitten. Oben genauso. Dem Rakel festdrücken. Messer auch schräg ansetzen. Der Eckschoner ist wieder sichtbar. Über den Eckschoner muss man dann meistens immer so zweimal, dreimal drüber streichen. Das heißt, bevor ich anfange zu streichen oder zu rollen, gehe ich einmal mit der Farbe hier drüber und dann hat man das schon gut vorgestrichen. Ich nehme dann immer so ein Böckchen. Wenn das jetzt trocken wäre, das wäre jetzt zu lange. Ich stelle die Kamera noch mal ein bisschen um. Immer Gegenlicht, das ist immer Mist. Und dann einfach hier so geschliffen. Ich mache das mit einem 100er Papier. Und dann habt ihr eine super saubere, angearbeitete Kante. Es gibt Maler, die schneiden das gerade ab. Gefällt mir nicht, weil man wird sofort sehen, wenn eine kleine Welle drin ist. Deswegen mache ich es immer so und schleife es dann bei. Wie gesagt, mit dem Rakel schön nachrakeln, glatt machen, dass auch keine Luft darunter ist. Und dann passt das. So, jetzt gehe ich hier gleich noch mit dem Lappen drüber und dann war es das. Ja, das war es eigentlich schon zum Thema Fließkleben. Das ist wirklich absolut kein Problem. Ich finde es sogar noch einfacher als mit Raufaser zu tapezieren, weil die halt starr bleibt und ihr könnt halt die Wände
einkleistern anstatt die Tapete. Und das ist dann unwahrscheinliche, das ist eine unwahrscheinliche Arbeitserleichterung und ihr kriegt es ganz sauber hin. Ja, das war's zum Thema Fließkleben. Wenn Fragen sind, könnt ihr natürlich in die Kommentare. Wie geht es jetzt weiter hier in dem Büro? Als nächstes werde ich die Deckenkonstruktion anfangen, vorbereiten für eine indirekte Beleuchtung. Wie gesagt, ist ein ganz spezielles Profil, was ich da benutze. Und bleibt am Ball, macht die Glocke an und dann seht ihr auch, wie es weitergeht. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss, euer Dirk.